wieder und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Tomb Raider Rising. So, wie gesagt, jetzt geht's weiter. Ja, der letzte Cut war ja schon ein wenig unfair von mir. Aber wir gehen jetzt weiter in die Stadt. Sozusagen. Den Geheimgang, wo auch die Unsterblichen sind. Ne, hier unten gibt's sonst gar nichts. Okay. So, dann zeigen wir mal den Unsterblichen, dass sie auch sterblich sind. Hoffentlich. Okay, das unten habe ich ja gleich gesehen. So. Glitzersteine habe ich jetzt auch schon. Ja, ja. Papa holt mir das hier unten ab. Ah, Mist. Ich dachte, ich kann da. Ups. Da. Ich dachte, ich kann da von da unten so ranspringen. Schon niedrig geschossen, okay. Die Pilze brauchen wir nicht. Okay. Der erste. Der zweite. Und der dritte. Und der vierte. So. Okay, nochmal. Eins. Zwei. Drei. Und vier, so. Cool. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich muss hier oben entlang. Dass nur so ein Vorsprung ist. Okay. Nochmal Pilze wieder, so wie es aussieht. Ja, Pilze. Die Waffen habe ich auch schon soweit abgecreated auf Stufe 3 jeweils. Also schon alles oder voll ausgebaut. Die Waffen, die wir jetzt tragen. Den Bogen, die Handballwaffe, das Maschinengewehr und die Pumpgun. Gucken, gibt es hier noch irgendwas? Nur Pilze, Pilze, Pilze. Immer noch Pilze. Na gut. Ich kann nichts so rausbrechen. Okay. Faszinierend. Ja, eine geile Höhle, auf jeden Fall. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Okay. Also, die lassen uns ja nicht sehr viel Spielraum hier mit den ganzen Stacheln. Ich muss schon hier entlang. Okay. Oh, da hinten. Seht ihr? Noch so ein Büchlein. Okay. Gibt's einfach echt nichts. Okay.
Hier gibt es praktisch nichts für uns. Das ist unglaublich. Mal sehen, wie das funktioniert. Gut, ich sehe sonst nichts. Ja, super. Okay. Ah, ich kann den Planeten anstupsen. Ah, jetzt kann ich so laufen. Jetzt kann ich von dort hinten hier so hoch, zack, dahin. Den da müsste ich irgendwie drehen. Ja, gut. Den hier einmal drehen. Und noch mal drehen, bitte. Oh, nee, falsch gedreht. Mist. Verdammt, jetzt habe ich das falsch gedreht. Nochmal zurückdrehen, vielleicht geht das ja dann. Doch, klar. Warum komme ich nicht gleich drauf? So. Ich habe doch meinen Haken zum Hüpfen. Lara wäre schon so oft tot, ey. Das ist echt schlimm. Also, zack, hier hoch. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Ja, erst zieht Papa Geld auf. Na? Ach so. So, und jetzt? Ich muss beide Seiten lesen. Okay. Auf der anderen Seite ist noch ein Schloss. Das ist ja ein cooles Schloss. Gib ja mal zu.
Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf. Ich dachte, ich kann da hinschlagen, so mal ohne Probleme. Aber anscheinend wohl nicht. Und jetzt? Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Ja, super. Nein, nein, ich war da so furzpopel da drauf. Mist. Jetzt muss ich erstmal wie soll ich denn da nach oben kommen? Also darauf kann ich bestimmt nicht hüpfen. Ich probier's aber. Ach Gott. Was soll ich das denn machen? So, bin ich hier. Und jetzt? Auf den hier rauf. Okay. Okay. Weil dann bin ich erstmal auf dem Punkt. Dann komme ich weiter. Oh! Geht doch nicht. Verstehe ich gerade null, aber ist egal. Jetzt geht's für die Sterben los. Okay, beobachten wir einfach mal. So. Ich muss ganz nach oben kommen. Wie komme ich ganz nach oben? Ich habe keine Ahnung. Geht auch nicht so. So, den Haken werfen kann einfach, dass ich mich irgendwo ranhake gleich. Ich bin gerade ein wenig sehr überfragt. Fällt kaum auf, oder? Na gut, machen wir es nochmal. Okay. Geduld, Lara. Jetzt! Danke, Lara. Ähm.
Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Ich lass mich noch einmal drehen. Gut. Und... Halt dich fest. Okay. Wand an, ey. Endlich geschafft. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Klassische Ausbildung. Okay. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nacht im Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können. 3 auf 3. Okay. Und 2 auf 3. Cool. Oh mein Gott, kann man das. Ne, ist auch voll. Okay. Kann ich auch. Ne, ins Eis kann ich glaube ich nicht schießen, okay. Ja! Geschafft! Okay. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja. Sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Okay. Ich dachte, ich wäre tot. Die Kälte nagte an mir. Ich wurde schwach. Selbst als ich die Leute des Propheten auf dem Kamm eines seltsamen grünen Tales lagern sah. Schritt für Schritt, mit gezogenem Schwert, trottete ich weiter. Ich wollte angreifen, einen Kampfschrei ausstoßen, als ich bewusstlos wurde und in den Armen der Ketzer zusammenbrach. Sie wissen, wer ich bin. Sie haben Trinity erwartet. Sie haben nicht viel, aber sie ernährten und wärmten mich, bis ich wieder gehen konnte. Der Prophet sagte, ich könne jederzeit gehen, aber sie nahmen mir meine Klingen. Selbst bewaffnet könnte ich diesen Mann kaum töten. Ich habe den Orden enttäuscht. Ich habe mich selbst enttäuscht. Aber ich lebe. Okay. So, hier oben ist noch die Karte. Okay. Na? So. Was haben wir auf dem Weg vergessen? Bestimmt alles. Nö. Oh, 2 Teile. Okay, gut. Damit kann Papa leben. Oh, gibt es hier noch irgendwas, bevor ich reingehe? Ja. Okay. 19 Minuten. Gut, wir machen weiter. Geh weiter. Sieht ja schon cool aus. Screenshot. Oh, ich hoffe, der hat es jetzt gemacht. Naja, und wenn, bin ich. Okay.
sehen, was der Bösel hat. Oh, da sind sie. Okay. Da haben wir ein paar Unsterblichen, die gerade vorbeigelaufen sind. Okay. Ui, Eingang, ja, ist zu. Ich wollte gerade sagen, wir müssen schnell langlaufen. Da hinten beten welche. Warum hatten die sich da nicht festgehalten? Ach, Menno. So, dann nochmal. Nicht die Lippe verlieren. Puh, wenigstens ein Lager erreicht. Okay. Gucken, sagt die was? Gucken. Nö. Okay. Hätte ja sein können, dass die was sagt. Die Lara, war mal eben noch mal kurz gucken nach der Munition. Sicher alles einmal voll zu machen. Darum geht's ja. Genau, wir haben dich noch mal kurz auf. Es geht jetzt weiter. Oh, was war das denn? Grafikfehler? Läuft hier gerade. Ah ne, von hier aus komme ich doch. Hier lang muss ich doch. Alte Bauwerke. So, wo lang muss ich denn jetzt mal? Ah, hier. Nicht zu mir gucken. Ah, ein Skorpion. Es sind so viele. Naja, ist auch eine ganze Armee. Oh.
Oh. Mist, jetzt habe ich die Uzi dabei. Das war jetzt gerade ungeplant. Gut, ich kann nochmal umbauen. Du sollst eigentlich die kleine Handfeuerwaffe mitführen. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Ja, genau. Auch schon meine Einzelmunition. Gut, Heilung brauche ich nicht. Federn nehmen wir mal mit. Letzten Ressourcen. Das ist eine Seilbahn. Oh, eine Galeere ist da unten auch noch intakt. Geil. Gefällt mir total. Mist! Hätte sich Lara auch nicht verstecken müssen. Mein Gott, fehle ich ja. Mist! Okay. Dann nochmal. Was hat denn der auf dem Rücken? Fehlt noch ein Schwert, hä? Okay. Oh Gott. So. Okay. Okay. Das war jetzt gerade alles ungeplant. Die haben mich auf jeden Fall überrascht. Aha. Die da lassen also Pakete. Scott
erwinter sie! Okay. Gut. Gut, Heilung brauche ich jetzt nicht. Darf ich hier weiter gucken in Ruhe? So. So, sonst gibt es hier glaube ich gar nichts mehr für mich zu sehen. Oh, Federn? Sehr schön. Ah, Federn sind voll, okay. Noch eine Kiste hier oben. Okay, gut. Okay. Ach, Mist. Hier hochlaufen. Okay. Also, so schnell habe ich die roten Fässer hier gar nicht gesehen. Ist wohl aus! Boah, hältst du das aus, Kollege? Da. Nee, heilen brauche ich mich auch nicht. Gut, weiter geht's. Oh! Regine, Scott aus der Dien! Okay. Die haben mir die Tür aufgemacht. Danke, Jungs. So. Eins noch. Das liegt da ein Feuer. Ah, näher ran will ich auch nicht. Auf jeden Fall nicht. Okay, da oben hätte ich nicht rüber gekonnt. Nein, auch nicht. Okay. Warte, aktuell. Guck mal, da haben wir schon mal ein Dokument verloren. Da sind nochmal zwei Dokumente und ein Artefakt. Reliquie, wie auch immer. Also, irgendwo hier. Ah, Trinity hat schon zweimal große Männer zum Pfad des Propheten entsandt.
und beide sind verschwunden. Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich, aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blasphemie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben. Also muss Trinity es noch einmal versuchen. Ich tat gottlose Dinge. Versündigte mich an Unschuldigen, nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir. Denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist das Ende in Sicht. Ich muss nur diesen letzten Kampf überleben und Trinitys Arbeit ist getan. Naja, wie man sieht, ist es wohl doch nicht getan. So, hier liegt auch noch mal irgendwo ein Schokoman. Eine Kiste? Das ist ziemlich merkwürdig. Es weist skytische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein. Unmöglich. Wie ein Astronaut? Will sie das dazu sagen? Wie ein Astronaut? Entschuldigung, der Helm sah gerade echt aus wie so ein Astronaut. General. Wir haben in der Nacht Seltsames beobachtet. Unser Lager liegt oberhalb von Kitesh und die Stadt bereitet sich auf den Angriff vor. Sie glauben immer noch, dass der Angriff aus den Bergen erfolgen wird und werden unserem Ansturm von der anderen Talseite nicht erwarten. Aber ich muss berichten, dass am Turm im Herzen der Stadt etwas Unheimliches vor sich ging. Wir beobachteten, wie hunderte gepanzerte Soldaten ihn erklommen und anschließend ein Licht den Himmel spaltete. Das Geräusch erschütterte mich zutiefst. Es klang wie eine Armee hungriger Geister. Dann stiegen die Männer wieder hinab. Ich weiß nicht, was die Spitze dieses Turmes bereithält. Wir dachten, es seien Schätze. Aber es ist wohl etwas völlig anderes. Ja. So, ja, hier kann man nicht entlang, das ist klar. Nur hier hoch. Das heißt auch wieder hier zurück. Okay, so wie es aussieht. Oh, die Wand hält. Das ist schon mal sehr gut. Drei Wetter tagt. Die Wand hält. Okay. Hey. Unten, was sehe ich solche Sachen ständig? Soll ich nochmal zurückgehen? Also hoch komme ich da bestimmt nicht. Habe ich jetzt einen Achso. Da hoch komme ich glaube ich jetzt nicht. Ich wüsste nicht, wieso ich da hochgehen soll. Na gut. Wir gehen hier durch. Weiter. Das war sowas von klar. Oh. Eingefroren. Man hat so einen Verbrauch an Knicklöchern. Aber das sieht ganz danach aus, dass wir drin sind. Lara! Sie dürften jede Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Da, wo es so rot leuchtet, ja. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Okay. Uff.
Das wird so einiges. Aber warte, wir haben ja was. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesch sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Okay. Gut, wir haben hier ein Lager. Das heißt, hier verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich lasse mal Lara aufwärmen. Hat sie ja verdient. Und mit diesem geilen Bild werde ich euch alleine lassen. Ich werde mal versuchen, einen Screenshot zu machen. Ich hoffe, dass es geklappt hat. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wenn wir sozusagen dann, gehen wir davon aus, in die Stadt Innere gehen. Bis hin zum heiligen Lüchter oben. Ja? Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin alles Gute und erstmal ciao, ciao euch.